Wir haben schon gehofft, oder jeder von uns hat schon gehofft, dass diese Pause uns gut getan hat. Dass man auch die eigenen Leistungen natürlich hinterfragt hat von der Hinrunde. Ist immer auch gefährlich, wenn der Trainer in der Kritik steht. Und das war dann öffentlich auch der Fall, dass man sich irgendwo dahinter versteckt. Und im Endeffekt stehen wir auf der Platte. Ich persönlich habe ihn ja noch nie gewonnen. Ich war schon ein paar Mal in Hamburg, aber habe es leider noch nie geschafft, den Titel zu gewinnen. Und deswegen war das natürlich auch ein großes Ziel von mir, letztes Jahr wieder zum Final Four zu kommen. Das wollten wir unbedingt erreichen. Wir hatten eine gute Ausgangsposition mit einem Heimspiel gegen starken Gegner, gegen Hannover. Aber wir hatten vor ein paar Wochen eine sehr gute Leistung dort gezeigt. Gewinnen oder rausfliegen? Das ist hier die Frage. Topspiel im DHB-Pokal 2019, jetzt hier im Dezember. Das ist der Traum dann, das große Final Four von Hamburg. Alle Vereinshandballer, alle wollen dahin. Damit einen schönen guten Abend aus der SAP Arena Mannheim zum Spiel Rhein-Neckar-Löwen gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Den Raum für sich selbst. Und nochmal über Brozovic. Zweimal Patrail. Sehr antizipativ natürlich dieses Abwehrsystem auf beiden Seiten. Schmid traumhaft und Gensheimer. Bisher noch meiner Meinung nach überhaupt nicht angekommen in der Liga und auch dementsprechend bei den Löwen nicht. In der vergangenen Spielzeit lange aussetzen müssen wegen eines Kreuzbandrisses. Palika sieht da natürlich nicht wirklich gut aus. Mensch, was ist denn hier los? Das kann eigentlich nicht sein, was da oben auf der Anzeigetafel steht, auf dem Würfel. 4 Tore Rückstand für die Rhein-Neckar-Löwen, 17 Gegentore. Das war eine überraschende erste Hälfte in dieser Art und Weise. So viele Tore und 3 mehr für Hannover. Er hat jetzt echt was zu grübeln. Christian Andresson muss sich irgendwas einfallen lassen, was die Deckung besser schließt. Ich kenne dieses Spiel jetzt, hey? Niklas, komm, 100% aufs Tor. Nicht zögern. Easy, geh aufs Tor. Egal, wir verwerfen. Wir müssen werfen, wir können Zeit verspielen. Wir verwerfen lieber, als den Fehlpass machen. Because we are creating chances out. Yeah, had some saves. But keep on going against the Tor. Hey, guys, if we drop the ball, everybody has to run back. We can't be sad about losing the ball. Run back. Run back. And creating chances by being aggressive in Angriff. Okay? Wir haben mittlerweile auf beiden Seiten des Feldes ihre Schwierigkeiten. Vorne tun sie sich schwer mit der offensiven Deckung der Hannoveraner. Und hinten bekommen sie selbst die Deckung nicht geschlossen. Irgendwie fehlt mir noch diese Pokalfight-Mentalität bei den Löwen. Schmid. Oh, schöner Wackler von Andi Schmid. In 23 Partien gab es nur einen Sieg für Hannover. Also Anfeuerung. Und das ist gut gespielt. Ja, das verlieren sie. Zum dritten Mal verlieren sie das Duell. Schmid kommt wie in besten Zeiten mit ganz viel Anlauf. Macht den Ausgleich und schickt Patrail für 2 Minuten auf die Bank. Was machen Sie denn da? Nix. Und nochmal Schmid, und den muss Edner haben. Der macht jetzt, was er will. Augen zu, einfach drauf. Drin ist der Ball. Andi Schmid, Treffer Nummer 12. Das lässt sich Schmid nicht nehmen. Der ist jetzt gar nicht mehr aufzuhalten.
spielen die anderen eigentlich auch noch mit? An die Spielshow! Angesprochen, dass die Löwen dringend eine Torhüterleistung brauchen. Das gibt es doch nicht! Und Andi Spitz kann machen, was er will. Es gelingt jetzt alles. Treffer Nummer 14. Und jetzt muss Hannover aufpassen. Wieder Brozovic. Andi Spitz und Andreas Palika. Oh! Okay, es muss Olsen regeln, überhaupt keine Frage, bei Hannover. Naja, wäre aber auch schon schön, wenn ein paar andere noch mitmachen würden. Nala als Abutovic und auf jeden Fall auch als Leader Morten Olsen, der trifft. Spieler wie Mensah oder auch Pettersson. Das meine ich mit Patrick Krötzky, macht er super. Carsten Ink, super gelaufen, den Gegenstoß, und Hannover ist wieder dran. Ist schon auch gut reagiert. Oh! Puh, Olsen! Ausgleich! Kastening, gute Situation für ihn. Und Hannover führt's. 40 Sekunden noch. Unentschieden. Ball ist bei Hannover. Und wenn sie jetzt cool bleiben, dann werden die Löwen das in der regulären Spielzeit wahrscheinlich nicht mehr gewinnen können. Das wird Hannover ausspielen. Sieg oder Verlängerung. Olsen macht. Eine Wahnsinnsaktion zum Schluss. Und als hätte einer hier den Stecker gezogen in der SAP Arena. Hannover fährt zum dritten Mal in Folge nach Hamburg. Ja, also ich muss mich erstmal wieder beruhigen. Morten Olsen. Wer in Hannover würde es diesen Wurf dann nehmen? Das ist Morten Olsen. Und das ist so eine Sache, finde ich, dass. Dann muss man halt, dann sind wir nicht ganz da. Also dann machst du so einen Spieler dann weg oder gehst dann auf 10 Meter und dann, weil das 5 Sekunden noch waren oder was weiß ich. Ich glaube noch Albtraum mit dieser Aktion, weil in diesem Moment ich habe gedacht, das ist mein Schuldig, weil ich war allein 1-1 gegen Olsen und er hat gut geworfen. In diesem Moment war sehr traurig für mich. Sie haben 16, wir unterstreichen nochmal, 16 Feldtore gemacht. Sie haben den Glauben und den Willen vorgelebt. Ihre Mannschaftskollegen, die wirken ein bisschen gehemmt. Das haben Sie jetzt auch so ein bisschen angerissen. Warum ist das so? Vielleicht Angst vor der eigenen Courage und auch Angst, nicht nach Hamburg zu fahren? Ja, nicht Angst vor der eigenen Courage. Also wir sind keine Juniorentruppe, wir sind zweifache deutsche Meister, Pokalsieger. Ich finde, wir gehen mit der falschen Attitüde rein in dieses Spiel. Und das ist meine Meinung. Das ist keine Kritik an unsere Mannschaft, aber doch, es ist eine Kritik. Irgendwie schon, ne? Ja. Ja, auch gegen mich, also gegen die ganze Mannschaft. Ich finde, wir gehen da falsch ein. Wir hatten viele Phasen, die jetzt mal 5 Minuten, 10 Minuten gut lief und dann aber wieder 5 oder 10 Minuten schlecht. Und so war es in dem Spiel auch. Wir waren eigentlich schon auf 3 weg, dann kommen die Tor um Tor ran, dann fängt man ein bisschen an zu zittern. Oh Gott, wenn wir das jetzt noch hergeben. Es sind alles so mentale Dinge, die da noch reinspielen, wenn du nicht in deinem Flow bist, wenn du nicht in dem Fluss bist, wenn du selbst auch mit dir persönlich unzufrieden bist, mit der Mannschaft, wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Und das war ein Paradebeispiel dafür. Speak for myself and say that the feeling after Wednesday was not the best. It was not that either, and I can imagine that it will maybe stick for a while. It should, because we missed out on the opportunity to play Final Four in Hamburg. So, and that's no easy peasy or thing that we just lay to the side. I think it will be there.
But have that as an injection for you, because I think that we have shown now for these first 4 months or three and a half months that we work together that our highest level is really high. We cannot play Kiel and win by 8 goals the last 40 minutes of the game. So we need to find the stability and be consistent in what we are doing. And in Abwehr, I think there are three situations that we can work on directly from today and bring with us to the game on Sunday. Good, then we go. Uwe Mats, Jeppe, Ilja, Niklas, Tim. Gegen Flensburg. Das sind zwei aus dem engsten Favoritenkreis, die schon vor der Saison natürlich genannt wurden, wenn es um die Prognosen für die deutsche Meisterschaft ging. Und beide haben jetzt schon 10 Minuspunkte auf dem Konto. Wesentlich mehr, als wir das eigentlich erwartet haben. Dramatische, hochklassige, spannende Spiele haben wir gesehen zwischen diesen beiden Mannschaften in den vergangenen Jahren. Zuletzt mit dem besseren Ausgang für Flensburg. Wir müssen diese Gewichte, was wir auf den Schultern haben, was jetzt bis jetzt war, ablegen. Genießen wir diesen Scheiß, was draußen abgeht. Geben wir alles, was wir haben in uns. Kommt, wir gewinnen! Hey, 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 bisschen die! Hey, komm her, Jana! Birke Löke. Und da ist Buric. Emotion und Kampfgeist. Und ja. Die Löwen kommen im Moment zu besseren Chancen aus dem Steinhauser jetzt mit dem vierten. Drei hat er verwandelt. Diesmal wieder gegen Palika. Ja, der Schwalb. Flensburg führt mit einem zur Pause. Ich schieße 4 Tore in 6 gegen 6, der Rest 7 Meter. Für uns ist gut, gut, gut. Ja, Männer. Wir müssen noch energie bleiben drauf, die ganze zweite Halbzeit haben wir den. Die sind auch mehr müde als wir. Aber weniger Energie als wir. Ja, aber Leute, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir zweite Welle ziehen. Jetzt müssen wir gehen, jetzt müssen wir rennen. Jetzt müssen wir. Das ist unsere Chance zu gewinnen, wenn wir gehen, wenn wir rennen. So ist es. Nicht aufregen, wenn Ball drin ist, Kette. Zweite Welle jedes Mal. Ja. Wenn wir merken, wir sind hinten dran. Gehen wir. Auch von bei außen oder beim Gegenstoß, cool, das tut weh, wenn wir dann noch sieben mehr um 2 Minuten. Geht bei ja schon. Ja. So, it's as Uwe said, when we are away play, is the Kreisläufer or außen, or they're going in Gegenstoß or Durchbruch, just go away, let our goalkeeper save. What is given chance to save in that situation rather than penalty. Also der weisheitsletzter Schluss fehlt mir da auch, aber ich würde sagen, es ist einfach so, dass der ein oder andere Spieler bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht das richtige Selbstvertrauen hat. Gut, sehr gut. Er hat halt alle Möglichkeiten. Spielt alle Anspielstationen im Blick. Sehr unglücklich für Palika. Mhm. Den hat er eigentlich schon in der Tasche stecken. Das und 7 Meter ist das. Das ist nicht zu fassen. Ist das der Hammer? Und der Arm war ja längst oben, holt er diesen 7 Meter raus. Und jetzt ist hier richtig Betrieb in der Halle. Aber ist das ein 7 Meter? Er ist dran, der hat ihn. Der hat ihn. Schmidt, Boric. Der hält jetzt alles. Tor ist leer.
Schoss zu 2 Tore, Führung für Flensburg. Steinhauser macht's. Jetzt muss er, und da ist Gensheimer, und da ist wieder Boric. Es ist nicht zu fassen, was Boric Gensheimer heute alles abgekauft war. Das ist hier letztendlich entscheidend. Benjamin Boric. Was ist das für eine Reaktion, Guardiola? Das ist die pure Verzweiflung. Und das, die Punkte gehen nach Flensburg, und zwar beide. Und Ruhe ist hier. Welch ein Sieg für die SG. The things that destroy the game for us is our quality against the nice Mittorhüter, and that we are not clinical in our defense on these small details. Small details. Tell for morgen in Krona. Thank you for today. Ich hätte mir vielleicht manchmal gewünscht, dass er das noch ein bisschen emotionaler rüberbringt. Seine Ansagen dann nicht immer so gleichbleibend sind, sondern das, so ist er als Typ, und er ist als Mensch ein sehr, sehr feiner Kerl. Aber er hat es leider nicht geschafft, dass wir die Konstanz reinbringen, dass er die Regeln so in die Mannschaft bringt, dass wir das so konstant abrufen können und dass dann auch permanent Fehler beurteilt werden können, weil es dafür nicht zu klar ausgedrückt war, die taktische Vorgabe. So Ende des ersten halben Jahres ist jetzt die Hälfte gespielt. Schon teilweise Ernüchterung auch, muss man ehrlich sagen. Nicht, dann müssen wir sagen, dass wir nicht zufrieden sein können. Keine einfache Situation, finde ich im Moment. Wir haben ja gerade in den letzten Wochen glaube ich, unseren Saison-Tiefpunkt gehabt in Lemgo mit einem richtig, richtig schlechten Spiel. So ein Spiel haben wir, glaube ich, lange nicht erlebt, seit einigen Jahren. Wir hatten gerade ein Meeting mit dem Aufsichtsrat und mit unserem Trainer und mit dem sportlichen Leiter. Und aufgrund der sportlichen Situation trifft man sich dann aber doch das ein oder andere Mal mehr. Und das war heute einer der Termine. Vielen Dank, dass ihr euch alle mitten am Tag die Zeit genommen habt. Ja, wir haben die Themen allgemein sportliche Situation, wo wir stehen. Wir alle sehen ja die Tabelle, wir sehen die Ergebnisse, sehen viele gute Spiele, aber auch einige Enttäuschungen. Und einfach mal von dir ganz offen jetzt über die Situation zu sprechen für die Rückrunde, sage ich jetzt mal, aber auch dann eben einen Ausblick für die Zukunft. Ich finde, dass ich bin nicht zufrieden mit den Ergebnissen, den Totalergebnissen und Totalleistung von mir und die Mannschaft. Ich finde, hat eine Idee, how I wanted to be as a coach, involving the players more. My impression that the players wanted to be more involved. After the first meetings we had, me and Oli, which we documented, it felt good. I thought that we came off in a good way. Try to be correct or communicate in a good way, and that has been schwer with Deutsch not my Muttersprache, and not everybody else having English as Muttersprache. So I have found during the help that even though I think I have been clear on some points, it has not been cleared by the receiver. So there I find that I have let too many small things not be clear. We discussed it in the group, and my own conclusion is that I need to be more decisive, more direct, and tell players extremely that they know exactly what to do.
Wir werden das jetzt dann aber auch nochmal Aufsichtsrat intern nochmal in Ruhe analysieren und sind aber nach wie vor davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Christian war uns allen bewusst, neuer Trainer in der Liga braucht auch eine gewisse Eingewöhnungszeit. Das hat mit keinem Trainer vom Ausland sofort funktioniert. Von daher haben wir das auch ihn mit Perspektive geholt. Wir haben schon gehofft, oder jeder von uns hat schon gehofft, dass diese Pause uns gut getan hat. Dass man auch die eigenen Leistungen natürlich hinterfragt hat von der Hinrunde. Ist immer auch gefährlich, wenn der Trainer in der Kritik steht. Und das war dann öffentlich auch der Fall, dass man sich eher nur dahinter versteckt. Und im Endeffekt stehen wir auf der Platte. Man hat gehofft, dass es besser wird in der Rückrunde. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es war irgendwie schwierig, weil so die erste Saisonhälfte nicht so richtig aufgearbeitet wurde auch. Also man hat sich nie. Ich hätte gehofft, dass man sich zusammensetzt und dass man die Fehler konkret anspricht. Manchmal tut so eine Pause in der Nationalmannschaft auch gut, dass man mal 3-4 Wochen Abstand voneinander bekriegt, dass man neue Leute sieht, sodass wir nach dem Januar, im Februar wieder voll reinstarten können. So wollten wir dann eben auch ins neue Jahr starten. Es war auch irgendwie schwierig und deswegen hat man sich dann so nach einer EM getroffen. Am Freitag hat man sich getroffen und am Dienstag oder Mittwoch haben wir gegen Melsungen gespielt. Puh, also wie soll das funktionieren? Ganz ehrlich, also. Schönen Abend aus der SAP Arena hier in Mannheim. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Rhein-Neckar-Löwen empfangen die MT Melsungen. Oh, fantastisches Tor von Mikkelsen. Wie geht der denn bitte rein? Der muss Palika haben. Ja, der muss er haben. Oh, Andi Schmid mit einem ganz schlechten Pass. Hast gut. Noch gar nicht das Löwenangriffsspiel. Was hat Pettersson da vor? Der will ernsthaft über Finn Lemke drüber werfen. Ja, boah, das ist halt seine Qualität. Ja, ne? Was hat denn Uwe Gensheimer davor? Er summiert sich. Sieht nicht gut aus für die Löwen im Moment. Und das ist dann auch noch unglücklich und wieder der Gegenstoß. Können. Das gibt's doch gar nicht. Auch Andi Schmid passiert das. Oh. Aber Andi Schmid bleibt an Schimmich hängen. Sie kriegen jetzt die Möglichkeiten, die Rhein-Neckar-Löwen. Aber sie nutzen sie nicht. Und was machen die Löwen? Sie müssen was unternehmen. Es sind nur noch 40 Sekunden. Sie müssen 2 aufholen. Jetzt Brennesser und Melsungen gewinnt hier bei den Rhein-Neckar-Löwen. Kai Häfner macht den Deckel drauf. Mensch, es geht los mit einer Niederlage. Ja? Und das habt ihr euch natürlich ganz anders vorgestellt. Warum haben die Löwen heute verloren aus Ihrer Sicht? Ja, nicht so die Struktur drin hatten, wie wir das brauchen. Es war alles mehr so ein bisschen Stückwerk. Dann, wenn man von Anfang an hier hinten liegt, dann auch irgendwo, glaube ich, ein paar Prozentpunkte vom Kopf her gefehlt haben, das dann so rumzudrehen. Können Sie sich erklären, warum da noch immer keine Besserung eintritt? Weil das wird ja mit Sicherheit intern entsprechend bearbeitet. Ja, klar. Im Moment ist es einfach für mich persönlich sehr, sehr ernüchternd und ganz, ganz schwierig, da eine sachliche Analyse zu ziehen, weil ich einfach so enttäuscht bin über das Ergebnis und über die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Alles klar, dann bedanke mich für das Gespräch und wünsche gute Besserung im Spiel der Rhein-Neckar-Löwen. Die Stimmung war suboptimal, dass viele Leute nicht mehr an das Konzept geglaubt haben, wie es vorgegeben ist. Und eine Mannschaft kann nur funktionieren, wenn einer vorangeht. Das ist der Cheftrainer. Aber wenn nicht alle in die gleiche Richtung rennen, dann wird es eben schwierig. Und der Druck von außen wurde größer. Intern ist es natürlich auch nicht einfacher geworden, weil man natürlich auch die letzten Jahre so ein bisschen verwöhnt war. Wir haben viele Erfolge gefeiert. Wir waren es auch nicht gewohnt zu verlieren. Und dieses Gefühl, damit konnte, glaube ich, keiner so richtig umgehen. Und wir haben auch gemerkt, dass es so eine Abwärtsspirale gibt, dass wir, egal was wir versuchen, es läuft einfach nicht, die Lockerheit hat gefehlt
Und da war es wirklich schwer, auch rauszukommen. Man hat dann natürlich auch gemerkt, dass der Druck auf Christian größer geworden ist und wir uns ja, viel zusammengesetzt haben, Dinge besprochen haben und im Endeffekt probiert haben, das Ruder noch mal rumzureißen. Aber es war schon sehr, sehr schwierig. Und in der Liquimoli-Handball-Bundesliga tut sich was auf den Trainerbänken. Gestern gab es ja bereits die Beurlaubung bei den Rhein-Neckar-Löwen von Christian Andresson. Hatte erst zu Saisonbeginn übernommen von Nikola Jakobsen. Hier sehen wir die Bilder noch vom 29-29 nur in Anführungsstrichen gegen Lemgo Lippe. Das war dann offenbar der Punkt, der dazu geführt hat, dass man sich dazu entschieden hat, ihn zu beurlauben. Ist ohnehin übrigens momentan die schlechteste Saison bei den Rhein-Neckar-Löwen seit 13 Jahren mit 30-16 Punkten und Platz 6. Martin Schwalb ist uns jetzt zugeschaltet aus Stuttgart. War das für dich letztendlich, Martin, die folgerichtige Entscheidung, sich vom Trainer zu trennen? Also man muss immer aufpassen, wenn man sowas ein bisschen von außerhalb kommentiert. Aber es macht natürlich schon den Eindruck, als wenn sich das Gebilde, die Mannschaft und der Trainer jetzt nicht mehr so einig waren, nicht keinen gemeinsamen Weg verfolgt haben. Und von daher ist dann natürlich auch eine Vereinsführung gefragt, da eine Entscheidung zu fällen. Die haben sie jetzt gefällt und jetzt muss man schauen, wie es weitergeht. Nein, es war die Summe der Dinge und es ist uns sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Also ich glaube, wenn man auf die Tabelle guckt, dann war es offensichtlich, dass wir was tun müssen. Aber was halt unheimlich schwer war, war das Menschliche. Ne? Also wir haben sehr, sehr großen Respekt vor Christian, haben dann eine sehr, sehr gute, vertrauensvolle Arbeit immer zusammen gemacht und es hat menschlich einfach hundertprozentig gepasst, aber auf der sportlichen Ebene jetzt nicht unbedingt und deswegen war es umso schwieriger, diese Entscheidung zu treffen. Ja.